zunächst mal versprechen wir uns von dem Umzug, so viel wie möglich Leute, Mitarbeiter der Condor an einem Standort vereint in einem Bürogebäude zu haben. Das ist ein großer Vorteil. Der zweite große Vorteil für die Produktion, die Operations, ist natürlich, dass wir damit einen Standort für sehr langfristige Zukunftsplanung ganz nah am Fluggeschehen haben, sodass wir dauerhaft auch unsere eigenen Crew, unsere Mitarbeiter in unserem Bürogebäude einchecken können und sie von dort direkt zum Flugzeug auf sehr kurzen Weg gebracht werden können. Also ich denke, das hat für alle Beteiligten fast nur Vorteile, bis hin zum Kunden, denn es ist halt so, wenn man eine gute, vorbereitete Crew hat, die auch entspannt zum Flugzeug kommt, ist das Produkt sicher noch mal ein Stück besser. So, ich darf kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten für den Richtspruch. Die Richtfeststunde hat geschlagen. Nach all der Arbeit, Mühe und Plagen und unserer Mine seht ihr es an, die schwerste Arbeit ist getan. Nach Unternehmer, Bauleiter und Poliere, Schlosser, Kranführer und Chauffeure. Hoch! 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 Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern geht es uns sehr gut und Sie haben es ja auch schon gehört, es herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung bei Condor. Wir nehmen neue Ziele ins Portfolio, wir werden neue Langstreckenflugzeuge bekommen und das ist ein Gefühl, was die Condorianer lange nicht erlebt haben und deswegen geht es, glaube ich, sowohl der Condor als auch den Mitarbeitern im Moment gut. Ja. Ich glaube, für jeden Airliner geht das Herz auf, wenn er Flugzeuge im Landeanflug auf eine Landebahn sieht. Und das ist bei diesem Bürogebäude in vielen Fällen gegeben und insofern natürlich ganz toll für uns und unsere Mitarbeiter. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg damit und viel Spaß im neuen Haus. Dankeschön.